Eine Nachricht hat uns alle erschüttert und in Trauer versetzt. Wir waren empört und entsetzt für das, was man gehört hat, dass eine schwangere Frau im dritten Monat schwanger, mittendrin im Gerichtssaal niedergemetzelt worden ist. Innerhalb 32 Sekunden wurde sie 18 Mal gestochen. Nicht nur sie, auch wurde ihr Mann angegriffen und wurde auch gestochen. Natürlich, das ist unglaublich, was man gehört hat. Aber eins muss man hier klarstellen. In Deutschland, in den Gerichten allgemein, gibt es bestimmte, sage ich jetzt, Verhandlungen, die so normal geworden sind wie Justiz, wie Beleidigungen und Verleumdungen in diesem Bereich, dass man dafür vielleicht kein Sicherheitspersonal braucht. Und deshalb, man geht einfach die beiden Seiten, die setzen sich und dann gibt es so eine Art Verhandlung, der Richter stellt ein paar Fragen und das ist normal. Aber dass so ein Fall hier in Deutschland passiert, natürlich ist es für uns mit Sorge und mit Bedauern. Als ich das gehört habe und ich habe das vielleicht Minuten danach gehört, habe ich den Leuten gesagt, wir sollen erstmal abwarten, warum man das gemacht hat. Das bedeutet, war das aus Fremdenhass, aus Islamhass? War das wegen der Religion? Und Stunden später haben auch andere Brüder angerufen, da haben sie gesagt, in Dresden passierte sowas. Was weißt du darüber? Ich habe gesagt, wir warten mal ab. Erstmal müssen wir uns vergewissern. Nicht, dass wir etwas sagen und da kommt man und sagt, ja, schaut mal, die Muslime, die machen sich Opfer schnell und die machen Vorurteile. Auf jeden Fall, dann hat es sich ergeben, dass dieser Mann, der das gemacht hat, erstmal vor einem Jahr ungefähr auch der Frau gesagt hat, du hast kein Recht, um zu leben, weil du Muslime bist und weil du dich bedeckst. Auch bei dir gibt es keine Beleidigung. Das wird, wenn man sie beleidigt, ist kein Problem. Und dieser Mann hat das zum Wort gebracht, dass er gegen Islam ist. Und er hat der Frau gesagt, du bist Islamistin, Terroristin. Diese zwei Wörter, Islamisten und Terroristen, sind eigentlich Schimpfwörter oder nicht? Das sollte man sich überlegen. Laut Gericht natürlich waren das Schimpfwörter und er hat auch andere Wörter gesagt. Ich sage das nicht, weil ich solche Wörter, barakallahu fikum, ich schäme mich, solche Wörter zu sagen, was er gesagt hat. Und dann wurde diese Frau, diese Mutter, vor Augen ihres Sohnes und ihres Mannes und vor Augen den Leuten dort 18 Mal niedergestochen, niedergemetzelt. Subhanallah, was von Hass hat diese Person. Aber unter anderem werfe ich den Medien vor, dass sie auch mitbeschuldigt sind für so eine Tat. Nicht alle Medien, aber viele, die Hetze gegen den Islam treiben. Und auch werfe ich Organisationen vor, dass sie mitbeschuldigt sind, dass diese Person das gemacht hat. Wenn ein Muslim, ein junger Mann, ein Attentat hier in Deutschland versucht, dann kommt die Erklärung sofort und dann kommt das Wort sofort, aha, es gibt Nährboden und es gibt Geistliche oder es gibt Muslime, die das verursachen und die sowas predigen. Ja, aber wer hat?
Wer hat bei so einem Mann gepredigt, dass die Muslime kein Recht auf das Leben haben, dass sie, egal was man ihnen sagt, dass man sie nicht beleidigt hat? Woher hat er diese Ideen? Woher hat er diese Meinungen? Und ich möchte etwas sagen. Ich will keinen Profit durch diese Erklärung haben, sondern ich möchte nur etwas aufklären. Und ich möchte hier nur, barakallahu fikum, etwas sagen. 32 Sekunden haben ein Leben ausgelöscht. Das heißt, in 32 Sekunden konnte man auch mehr machen mit Muslimen. Und wenn das ein Einzelfall war, das kann später nicht Einzelfall werden, das kann mehr sein. Aber wir sind Muslime, wir sind gerecht. Und wir benutzen nicht diese dreckige Methoden von manchen Medien. Von manchen, sage ich. Ich sage nicht alle. Wir benutzen diese schmutzige Art nicht. Und wir sind nicht wie diese Leute. Wir bleiben gerecht. Und wenn so eine Person das gemacht hat, das heißt nicht das deutsche Volk. Und das heißt auch nicht Deutschland. Und ich sage das aus Gerechtigkeit. Weil wenn ein Muslim ein Attentat durchführt oder etwas versucht hier in Deutschland und wenn diese Hetzorganisationen und Hetzmedien, diese manche Hetzorganisationen und Hetzmedien, wenn sie gegen den Islam hetzen und die Muslime, wir Muslime, wir wehren uns und wir sagen, nicht alle Muslime sind gleich. Und wenn ein Muslim einen Fehler gemacht hat, das heißt nicht der Islam, das heißt nicht alle Muslime, das benutzen wir auch für die anderen. Und wenn eine Person aus fremden Hassgründen und aus Islamhassgründen eine Frau getötet hat, das heißt nicht alle Leute und das heißt nicht alle Deutschen und das heißt nicht Deutschland. Und wir müssen hier gerecht bleiben, barakallahu fikum. Ich rufe alle Muslime zur Besonnenheit. Und ich rufe die Muslime, dass sie aus diesem Ereignis lernen und dass sie etwas wissen. Unsere Religion ist uns am wichtigsten. Und wenn diese Frau unter anderem, sage ich, unter anderem wegen ihrer Bedeckung getötet worden ist, dann machen wir Bittgebet für sie, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie ins Paradies bringt. Dann ist sie Gewinnerin eigentlich. Aber der Verlierer ist derjenige, der diesen Hass hat.